Sehr gut. Shut up, John. Hallöchen, herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Minecraft Survival Games. Mit der liebe Freund Kartoffel. Ich hab beschlossen, du stellst dich einfach selber vor. Alter, da bohrst du's. Sieht gefährlich aus. Mit dem will man sich nicht anlegen. Okay, gut. Ja, warte, das geht jetzt los. Wir spielen auf dem guten Gommel HD.net-Server. Oh mein Gott, ich hab eine Waffe. Ich hab eine Axt und eine Goldhose. Ich hab eine verfickte Lederoberteile. Nimmst du das Wort wohl zurück? So ein Wort will ich nicht. Das piep ich jetzt aus. Piep. Es tut mir leid. Das ist besser rausgerutscht aus. Na, mein Fleisch. Oh fuck, die Schutzzeit ist beendet. Dein Feind, ne? Verpiss dich! Lass mich in Ruhe, lass dich! Ah, ja, geil. Bist direkt gestorben? Weißt du, ich habe jetzt schon 4 Runden gewonnen und wir müssen andauernd eine neue Runde aufnehmen, nur weil du nicht in der Lage bist, vernünftig zu spielen, ne? Ja, das ist echt schlimm mit mir. Oh. Ich gönne mir mal einen Schluck. Ich glaube, ich weiß auch, wie ich es machen werde. Okay. Einfach die ganzen Fails zusammenschneiden, die ich jetzt gesammelt habe. Also von mir. Und deine guten Sachen schneiden. Hier ist der Captain Marcel. Hier ist der Captain Marcel. Ja, töte ihn. Ja, hab ihn getötet. Ja. Oh mein Gott. Nein, da kommt der Nächste. Nein, kommt er nicht. Warte. Der hat nichts Gutes gehabt. Doch, der hat eine Goldrüstung gehabt. Die ist schon mal besser als Leder. Und ich glaube, ich renne mal weg vor dem anderen. Du kannst ja auf den Kompass drücken und mich suchen. Ja, ich weiß. Ich musste dich gerade nur suchen. Ach, okay, Arizona verfolgt dich auch. Ja? Hm. Ich glaube, ich habe einen Fangirl gewonnen. Hm. Okay. So, Enchanting. Zack, Erfahrung. Hier sind keine Kisten. Ich sollte vielleicht erstmal Leben recken. Ist das eine Kiste? Nee, ist es nicht. Wir gucken jetzt einfach mal dem lieben Marcel zu. Ja. Wie er hier so schön Minecraft spielt. Minecraft für Arme! Ich hoffe natürlich auch wieder, dass er wieder was reißt, so wie die letzten 80 Runden, die ich natürlich verkackt habe. Ja. Bitte sei voll. Ich brauche was zu essen. Ich brauche Phrasen. Ich will nicht voll sein. Ich schreibe morgen eine Prüfung. Ich auch, oh mein Gott. Ja, was schreibst du denn? Praktisch, habe ich. In Premiere. Oh, das ist ja easy. Da. Ja, ich weiß, ich mache mir auch keine Sorgen. Oh nein, der hat mich Kippie! Erst so ein kleiner hässlicher Spaß, der erstmal Skin klaut von German Let's Play. Dann zündet er mich auch noch an. Sowas kann ich gar nicht ab. Geh weg! Ich habe gerade irgendeinen Spectator in mir gesehen. In dir? Oh. Ja. Da kommt noch einer. Ich hoffe, er fightet ihn jetzt. Ja. Ach, Spectator sind ja die, die dich verfolgen, ja? Ja. Ja, das war ich. Dann schleudert es einen ja so zurück, das ist voll witzig. Na, ja, das ist richtig witzig. Oh. Guck mal, jetzt hole ich mir den. Weißt du, erst so eine große Fresse und jetzt... Ja! Du kleiner, dreckiger Knecht, ey. Nicht zwischen Spieler stellen. Okay. Entschuldigung. Ja, du wirst gleich gebannt, ich schwirre. Das macht eine Sonne, die steht nur rum. Okay, gut. Das brauchen wir nicht mehr. Das können wir einsammeln. So. Vielleicht schon wieder abgestürzt? Maybe. Und wir hatten keinen Kompass. Das haben wir jetzt. So. Das kann alles weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das. Ich flieg mal hier so ein bisschen rum und guck mir die Map an. Ja, das ist okay. Aber ich darf dir ja eh nicht sagen, wenn jemand kommt. Das wäre gemein, ja. Also dürfte ich schon, aber... Naja. So, jetzt gehen wir mit besserem Equipment ins Finale. Aber ich habe leider keinen Kompass gekriegt. Hätte einer von den beiden einen Kompass gehabt, dann wäre das natürlich um einiges besser gewesen. Ja, jetzt müssen wir ihn natürlich wieder verfolgen, um seine heroischen Taten... Naja, und wie natürlich einige von euch mitbekommen haben, habe ich ein neues Texturenpack, was sich da nennt, Paper Cutout, Sehr gut. Das war's dann auch schon. Okay, den habe ich nicht gesehen. Okay, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde nochmal. Bis gleich! Und weiter geht's. Runde 2. Hallo, liebe Leute. Ja, wie eigentlich. Habe ich eigentlich eben schon erwähnt, dass ich ein neues Texturenpack habe?
Ja, habe ich. Das ist mir neu. Aber ich habe ein kleines Problem. Und zwar brauche ich ein transparentes Inventar. Und ich habe versucht, das Inventar zu machen aus dem Texturenpack. Und es hat einfach nicht funktioniert. Und ich wollte jetzt mal fragen, ob ihr vielleicht wisst, wie das funktioniert, auch das hier. Also ich hab die halt alle schon transparent gemacht. Nur er übernimmt es nicht, wenn ich es ins Spiel integriere, sozusagen. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Und ich würde euch gern fragen, ob ihr wisst, was man da machen kann. Also die Bilder sind auch transparent, wenn ich sie mir angucke. Aber im Game einfach nicht. Dann sieht das halt so aus wie hier. Und ich würde gern wissen, ob ihr mir sagen könnt, woran das liegt, was ich machen muss. Oh, ich habe eine Iron Leggings. Übrigens tot, gell? Ich weiß, habe ich gesehen. Gut. Pain from Hell HD. Ja, so sieht sein Gesicht doch aus, ey. Schweizer Junge. Junge. Mhm. So. Oh, jetzt habe ich auch noch meine Eisenboots dazu. Ey, das ist ja richtig bootig. Okay, nein. Nein. Ich sag sowas nie wieder. Hier, bitte seine Kiste heute. Ja, da ist heute eine Kiste drin. Und sogar ein Apfel. 1, 2. Nom. This will be our happy ending. Da oben ist noch eine Kiste. Siehst du die? Schaust du mal. Oh, das ist ja awesome. Ich sehe da ist ein Gegner. Na, du Kartoffelfreund. Gib ihm. Hätte ich glaube noch keinen Mal gehittet, oder? Doch, ich habe aber noch ganz viel Leben. Der hat mich immer nur, er hat keine Critical Hits gegeben. Von da hinten hast kommt einer. Dich. Ich sprenge mein Leben, ist hinüber. Ja, bitte bring dich um. Au revoir. Es wird nie mehr sein, wie es war. Ebola. Es wird nichts mehr sein, wie es war. Ebola. Okay. Die ganzen Ebola. Nein, okay, Ebola ist nicht witzig. Ebola ist eine Volkskrankheit. Also eine Volkskrankheit ist ja nicht. Den werde ich auch kriegen. Guck mal, der hatte nichts. Der hatte nichts Anständiges. Nö. So, was haben wir denn hier noch? Der kam von hier. Dann holen wir uns gleich mal den nächsten. Aber ich wette, der nächste hat eine bessere Waffe als die alle hier. Hier war. Entweder war hier ein Fight oder ist das Ding hier abgestürzt? Naja, egal. Da, wo er PvP ist, offline. Der ist da hinten auf dem Boot, wahrscheinlich. Dumm, die lange Reise. Der Kartoffel. Wir verfolgen den jetzt einfach ein bisschen. Und gucken ihm so zu. Oh nee, er ist nicht auf dem Boot. Ob er was reißen kann. Da hinten ist der. Das wird ein episches Flugzeugfight. Epischer Flugzeug. Aber ich will nicht im Wasser kämpfen. Ich mag Wasserkämpfe nicht. Deswegen werde ich da hinten hinlaufen und ihn dann überraschen. Er wird versuchen, da hinten aufs Flugzeug zu gehen. Ja, er ist drauf. Jetzt will er zu mir laufen. Das sehe ich schon kommen. Er läuft schon, oder? Ja. Keine Ahnung, ich sag dir nichts. Jetzt wird spannend. Schaff das? Er ist ins Wasser gefallen. Wird der Marcel es schaffen, den Rapunzelino zu besiegen? Heißt der wirklich so? Tatsächlich. Aber von der anderen Seite kommt auch noch einer. Also verpisse ich mich mal lieber. Ja, ich bin angeschlagen. Wenn ich da jetzt hinlaufe, bin ich tot. Der Marcel ist angeschlagen. So. Da kämpfen die beiden jetzt. Ich hab geraggt. Ich snack mir den jetzt und dann snack ich den. Ach, der hat ein Eisenschwert, glaube ich. Ich konnte es gerade nicht erkennen. Aber mich fickst du nicht, Freund. Nee, der hat nur einen Stein. Aua, jetzt tickst du noch ganz richtig, oder was? Ich glaube, du bist nicht ganz dicht im frischen Kopf, Alter. Guck mal hier, zack, 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 zack. Tja, von unten habe ich eine mehr höhere Range, ne? Was willst du tun? Er hat einen Goldapfel. Er hat einfach mal einen Goldapfel, ja. Ja, friss den Goldapfel. Komm, hier, zack, zack, zack.
Guck mal hier, der hat auch Angst vor mir. Die laufen alle weg von mir. Der andere ist, glaube ich, keine Ahnung, 50.000 Kilometer weiter weggelaufen. Ja, die wissen einfach. Lol, er hat sich fast selbst in die Luft gesprengt. Ist das irgendwie ein Vollidiot? Nein. Geh weg mit deinem hässlichen Bogen. Julio. Zack. Da bringt auch sein Goldapfel ihm nichts mehr. Hinter mir ist jetzt auch noch einer. Guck mal. Alter, das ist doch nicht sein Ernst. Ja. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Du verpisst. Da bin ich in dem Ding gelaufen. Ach, das ist der Schwitzer Junge, den du meintest. Ja. Oh Mann, das ist so ungünstig. Aber wir haben es gerissen. Der andere hat sich leider verdrückt. Der Freund. Tja. Möchtest du noch eine Runde machen? Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Jo. Das war jetzt zwar eine Zuguckrunde, aber immerhin kann ich die auch reinschneiden. Dann ist die Folge nicht ganz so gut. Ich habe ein Abo dazu bekommen. Cool. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wie lange die Aufnahme jetzt, also wie lange die Runde. Wir haben zwei Runden verkackt und zwei gute gehabt. Die zwei gute gingen ungefähr 5 Minuten, das heißt, wir haben die 10 Minuten im Material. Okay. 10 also, bis 12 Minuten. Also die wird um die 17 bis 20 Minuten lang, die Minecraft-Folge. Okay. Also entweder du willst eine kürze oder verlängerte. Na, ich hätte jetzt gesagt zu 15 Minuten oder so. Ja, aber die wird entweder länger oder kürzer als 15 Minuten. 15 Minuten ist nicht mit drin. Okay. Also, wir haben wahrscheinlich jetzt schon so 12 Minuten Material. Ja, dann müssen wir jetzt noch eine 3-Minuten-Runde machen. Direkt verlieren. Meine Siegchance beträgt 1%. Glaubst du? Nein, steht da. Ach so. Hier gibt es Siegwahrscheinlichkeit. Du darfst machen. Ach, ich darf? Okay. Hallöchen, Freunde. Willkommen zurück zu Minecraft Survival Games. Wieso muss ich immer gehen, wenn du eine Ansage machst? Gerne. Weiß ich nicht. Du musst dich auch immer vorstellen bei mir. Selber. Hallo, mein Name ist Kartoffel. Wo sind die scheiß Kisten? Ich sehe sie nicht. In der Mitte. Ah, ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Ja, sehr geil. Ich hab nischt? Was ist denn los bei dir? Ich hab einen Kompass, das ist immer schon mal ganz gut. La, 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 la. Frohe Weihnachten! Ja. Noch nicht, Freundchen. Alter, geht's ihm zu gut? Ey, fick dich! Der hat den Schwert, Okay, dann hängt's jetzt natürlich wieder an Marcel. Ernsthaft? Ja, wie jedes Mal. Digga, ich spiele mit Absicht so scheiße. So. Ja, ich will einfach nur den Leuten deine Skills zeigen. Ja. Damit die mal sehen, wie richtig gespielt wird. Ja. Also, dass nicht nur ich das kann. Ja. Sondern auch andere. Der hat ja schon zwei Critical Hits mit dem scheiß TNT bekommen. Ich glaube, ja, okay, er hat aufgehört, mich zu verfolgen. Also einen haben wir weggenatzt und der andere hat zum Glück aufgegeben, uns zu verfolgen. So, und holen wir uns jetzt erstmal den sickesten Shit, den wir je gesehen haben, holen wir uns jetzt hier. So, das kann weg, das kann dahin, das kommt dahin, so. Oh, ja, ich bin so ein Mensch, der braucht ein aufgeräumtes Inventar. Ich weiß. Warte, was? Oh, schon wieder, hallo. Okay, hinter mir. Nee, nicht hinter mir, okay. Der Kampf springt gerade zwischen den Spielern hinterher, weil die alle ziemlich diese gleiche Entfernung haben. Liegt natürlich wieder alles an Marcel. Du könntest echt Kommentator werden. Kommentier weiter, los, mach weiter. Nee, ich bin dazu zu unspontan, weißt du. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Leider finde ich ihn gerade nicht. Ach, hier ist er ja. Ja, aber in Häusern zu spectaten ist dumm, weil du immer wieder gegen die Wand gedrückt wirst. Ja, woher soll ich denn das wissen? Na, du weißt doch, dass du weggeschleudert wirst, oder? Ja, natürlich, aber... Wenn es eng ist, dann wirst du... Wenn es eng ist. Der Kommentator bitte wissen, dass der werte Kartoffelfreund in einem Haus ist. Ich bin der Kartoffelkönig, ja? Nee. Ach ja, stimmt, du kannst gar nicht... Da sehen wir ihn. Warum komme ich hier nicht raus?
Okay, ich bin tot, ja, nee, der hatte. Das soll ich gar nicht versuchen, das war eine blöde Idee, der hatte eine bessere Waffe als ich. Ich weiß. Bitte macht mich nicht fertig, danke. Ach, Scheiße. Jetzt bin ich zu irgendeinem gespawnt, sehr geil. Ah, hier, okay. Ich komm. Ja, ich bin frei. Okay, gut. Dann würde ich sagen. Wir sehen uns gleich wieder. Gleich? Ich beende jetzt das Spiel hier, meine Aufnahme. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Schlechte Unterhaltung und Kartoffelsalat. Tüdelü. Ciao, Freunde.